meine Lieben, wenn ihr wie ich ein Kind der 90er seid, dann kennt ihr diese Low-Waist-Hosen nur allzu gut und habt genauso wie ich eure Oma im Ohr, die sagt, Kind, zieh da was so, deine Nieren werden kalt. Und nicht nur wegen den Nieren, sondern auch, weil mir persönlich die High-Waist-Hosen viel besser gefallen und das auch viel mehr im Trend ist, zeige ich euch, wie ihr aus jeder Low-Waist-Hosen eine High-Waist-Hosen nähen könnt. Zu dem Thema gibt es wirklich tonnenweise Tutorials auf YouTube. Ich habe da ein paar angeschaut und mir einfach so meine Faves rausgesucht, sage ich jetzt mal. Zuerst messe ich einmal diese Schrittnaht ab, die vordere Schnittnaht, was bei mir ziemlich genau so 23 cm sind. Ich möchte es aber wirklich super high haben und tendiere deswegen so zu 32, 33 cm, aber das ist schon wirklich halbwegs unter dem Busen, ja? Also das ist wirklich bei mir in dem Fall richtig, richtig high. Da tue ich jetzt diese Schrittnaht verlängern und ich probiere heute diese Kurve genauso hier unten zu kopieren, sag ich jetzt mal. Bei vielen Tutorials machen die einfach eine Linie runter, aber glaubt mir, mit der Kurve sitzt dann die Hose besser. Und das mache ich dann natürlich auch auf der anderen Seite. Und genau, das messe ich wieder aus und vergleiche das halt mal schön, dass das schön synchron ist. Und das schaut dann aus wie eine Vagina oder eine liegende, geschwungene Klammer, je nachdem, wie ihr es heute sehen wollt. Und dann schneide ich das mit einer Nahtzugabe von etwa einem Zentimeter mal aus. Also und schon habe ich quasi meine vordere Seite und das gleiche geht es dann auch mit der hinteren Seite, nur da messe ich nichts mehr aus, sondern nehme einfach den Punkt von der vorderen Messung, von der Vorderseite quasi und dadurch dann genauso so eine geschwungene Klammer in die Poponaht quasi hineinfließen lassen. Und auch was diese Anfangskurve angeht, da orientiere ich mich auch an dieser Popo-Kurve so genau. Und probiere das dann so schön reinfließen zu lassen in die Ursprungsnaht. Und das mache ich natürlich dann auch auf der anderen Seite auch. Und wenn das fertig ist, schneide ich das wieder quasi mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter aus. Genau, tak, 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 tak. Amazing. Dann drehe ich die ganze Hose um, also jetzt ist die schiere Seite außen, dann tue ich die zwei Schrittnähte, die vorhandenen, also die Innenschenkelnähte quasi zusammenlegen und dann den Rest zusammenpinnen, einfach hinten und Vorderteil zusammen. Dann habe ich hier so eine lange Kurve. Und dann nähe ich das einfach zusammen mit einem normalen Geradstich, aber probiert es wirklich an fließenden Übergang schon von der vorhandenen Poponaht und von der vorhandenen Schrittnaht da in diese neue Naht reinzukriegen. Genau, und dann nähe ich dann einfach eiskalt die ganze Länge entlang. Tada! Genau, und hier sieht man, wie ich das mache. Oh, ich habe mir halt mal gedacht, ich schneide halt mal ein bisschen langsamer und so, weil es oft lese ich halt so, hey, du bist viel zu schnell und sowas. Von dem her seht ihr es hier jetzt ein bisschen langsamer und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also erzähle ich jetzt eine Geschichte über mich. Ich habe keine Lieblingsfarbe, aber ich stehe eigentlich auf blau, aber manchmal auch rot. Keine Ahnung, ich muss nicht. Ich stehe auf Cola, Pepsi mag ich aber auch. Ja, und hier sieht man, wie ich das so hineinfließen lasse. Genau, und dann vor und zurück nähen natürlich. Und schon habe ich das zusammengenäht. Ta-da-da-da! Weil jetzt aber das da oben ja viel zu locker ist, weil das ja vorher an meiner Hüfte gesessen ist quasi und jetzt an meiner Taille sitzt, beziehungsweise unter der Brust, muss ich das enger nähen. Und ich habe da schon mal ein Video gemacht, 5 Methoden, wie man Jeans enger näht. Das verlinke ich euch hier oben. Und da, das mache ich jetzt, also ich nehme eine Methode von diesem Video her und zwar Methode Nummer 4. Und das bedeutet quasi, dass ich hinten zuerst den Bund abtrenne und dann quasi ein großes Dreieck bzw. einen Keil aus der Poponaht rausnehme quasi und dann den Bund wieder verkleinere und das Ganze wieder zusammennähe. Also das ist so mein großer Überblick, aber zuerst einmal durch den Bund wegtrennen. Das schaut dann so aus. Das ist ein bisschen eine Fusselei, aber es rendiert sich wirklich, das so sauber zu machen, weil es schaut so viel besser aus. Dann lege ich die Poponaht jetzt aufeinander und stecke das mal grob ab. Ich habe das dann noch ein paar Mal rearrangen müssen, also das da ist viel zu viel, was ich hier gemacht habe, aber ich habe das einfach immer wieder angezogen, also verkehrt um die Hose, um zu checken, ob das so passt. Und so hat es dann am Ende gepasst, es sitzt super und so werde ich das dann einfach nähen. Ich habe übrigens die andere Naht schon dabei versäubert mit einem Overlock-Stich, ihr könnt da einen Zickzack-Stich nehmen. Und genau, das habe ich jetzt auch genäht, werde ich auch versäubern. Und genau, wunderschön in weiß, weil ich war zu faul, den Faden zu wechseln. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch mir einzeichnen, wo ich den
den Bund verkleinern muss. Genau, einmal hier und einmal hier. Jetzt weiß ich, das ganze Teil muss weg. Deshalb schneide ich das jetzt mal ab, sodass ich eine Nahtzugabe von jeweils 1 cm habe. Und dieses Lascherl nehme ich dann später auch nochmal her. Aber wurscht jetzt mal. Das dann oben habe ich jetzt auch noch ein bisschen aufgetrennt. Und so kann ich quasi den Vorderbund einmal zusammennähen und einmal den Hinterbund zusammennähen. Also getrennt voneinander quasi. Und jetzt die Nahtzugabe auf jeden Fall nach außen klappen, ganz, ganz wichtig, weil jetzt klappt es wieder nach innen, wunderbar. Und da in diese Öffnung tue ich jetzt meine wunderschöne Lasche rein, die bei dieser Hose dabei war, weil die finde ich eigentlich ganz cool. Und da nähe ich dann einfach drüber. Wunderbar! Und so schaut es dann aus, die Lasche ist wieder drin, es ist super sauber eben, versäubert. Und jetzt durch den Bund wieder an die Hose dran nähen, und zwar genauso wie in dem Fall mein Bund original dran war. Das kann bei eurer Hose anders sein, aber schaut einfach beim Auftrennen, wie, in welche Richtung und sowas der Bund wie angenäht ist oder ob es da einen Topstitch gibt oder nicht oder einen Understitch oder was weiß ich. Will heißen, schaut einfach, wie eure Hose aufgebaut ist, dann habe ich das wieder dran genäht und es schaut aus wie vorher. Yay! Und weil das da ziemlich kurz ist jetzt in dem Fall, werde ich hier so eine Pseudonaht machen, damit es ausschaut, als ob diese Lasche einfach länger ist, ja, weil durch das, dass sie jetzt so super high ist, ist sie halt voll weit oben, und damit das ein bisschen mehr gepolstert ausschaut, tue ich da so Pseudo-Stückstoff einfach drunter pinnen an die Nahtzugabe dran, so wie das da oben bei dem Reißverschluss anyway ist. Genau, das verlängere ich quasi, das tue ich dann noch ein bisschen zusammennähen und dann ist das so eine große Verlängerung, und das mache ich wirklich, das müsst ihr nicht machen, das ist überhaupt einfach nur zur Zierde, aber ich möchte es einfach machen, weil das schaut dann wenigstens ein bisschen so aus, als ob der Reißverschluss bis ganz nach unten geht. Es macht einfach irgendwie, es schaut irgendwie besser aus. Ich weiß auch nicht, wenn es so kurz ist, schaut das manchmal seltsam aus. Ja, dann schneide ich die ganze Hose nur ab, weil sie mir generell zu kurz war und generell auch einen Tick zu eng an den Oberschenkeln. Du das doppelt umschlagen, du das versäubern, also im Sinne von absteppen in dem Fall. Und dann habe ich so eine coole High-Waist-Hosen in schwarz, so wie Taylor Swift sie oft trockt tatsächlich, und sie gefällt mir ur. Und ich meine, ich finde sie richtig cool, das ist das Vorherbild nochmal und hier ist das Nachherbild, wuhu! Und wir haben so richtig Hardcore High-Waist. Aber das war mir eh schon klar mit 33 cm Schrittnaht, dass das eine fucking High-Waist wird. Ja, aber ich finde sie richtig cool, sie ist so richtig retro. Genau sowas wollte ich unbedingt anyway schon im Schrank haben, also yay. Und hier zeige ich nur eine zweite Methode, das ist jetzt mit einer Jeans. Die ist, ja, sie macht einfach eine seltsame Figur, wenn das da sitzt, finde ich. Also ich weiß nicht, also gefällt mir gar nicht. Aber ich schaue jetzt einmal, was ich da jetzt machen kann. Ich werde es auf jeden Fall, High-Waist werde ich machen. Aber nicht so krass high-waisted wie die schwarze. Hier muss ich natürlich wieder diese Schrittnaht verlängern. Diesmal werde ich sie aber nicht so hardcore verlängern wie das letzte Mal, sondern eher so auf 28 cm, 29 sowas, also nicht wieder 33. Und da mache ich die ganze Geschichte wie vorher auch, eben, dass ich probiere, diese Kurve eben zu imitieren, die schon vorher da war, genau, dass ich etwa den gleichen Sitz der Hose habe, um meine Zone da unten rum, ne? Damit da kein Cameltoe und sowas entsteht, dann habe ich wieder meine Vagina oder umgedrehte Klammer. Das trenne ich jetzt in dem Fall aus und schneide es nicht auf, weil ich möchte nämlich diese Cupnaht, oder wie das Ding heißt, möchte ich nämlich später nur imitieren, und ich hatte Angst, dass ich da zu viel wegschneide, und deshalb habe ich das aufgetrennt, oh mein Gott. Und dann mache ich das auch mit der Rückseite, genauso wie vorher, und da trenne ich auch auf, aber wirklich nur den Teil da oben, den Rest kann es weghauen, also wurscht. Also hier sieht man, wie ich da diesen wichtigen Übergangsteil auf jeden Fall aufgetrennt habe, den Rest wegschneiden, weil es so irre bin ich dann auch wieder nicht, dass ich das alles auftrenne. Und dann habe ich eben diese gleiche Öffnung wie vorher, die tue ich jetzt schon versäubern, weil ich nämlich eben so eine Fake-Cupnaht machen will. Da tue ich das erstens mal umbügeln, damit es ein bisschen leichter geht, und dann lege ich das quasi übereinander. Die obere Jeanshälfte ist dabei eben nach innen geklappt, die untere Jeanshälfte ist einfach normal straight. Durch das, dass es versäubert ist, ist es wurscht. Und so lege ich das einfach zusammen. Es ist wirklich eine Fieslerei, aber ich wollte eben diesen Jeans-Look immer noch haben. Ich meine, ihr könnt es auch in der gleichen Methode machen wie die erste Hose. Aber dann verschwindet halt diese Cupnaht, vor allem am Anfang, irgendwie komisch. Deshalb habe ich mir gedacht, ich tue mal den ganzen Krampf. Oh. Und dadurch einfach zwei Parallelnähte nebeneinander so runternehmen.
und damit ich so die Illusion einer weiterführenden Kappnaht habe. Und hier sieht man, wie ich das mache. Das ist wirklich ein bisschen, ist ein bisschen anstrengend, aber geht sich aus. Und ihr müsst echt ein bisschen aufpassen, dass euch die Nadel nicht abbricht. Und wie ihr seht, habe ich da zwei Fäden in eine Nadel gefädelt, damit das einfach ein bisschen dicker ausschaut und mehr nach so einer Jeansnaht. Das funktioniert eigentlich super gut. Und es könnte ein bisschen dunkler sein, aber ich hatte keine passenden Farben. Und natürlich muss ich natürlich A verkürzen. Da wähle ich in dem Fall Version 1 von meinen 5 Methoden, wo ich diesen Gummi einfädle und der sich dadurch zusammenzieht. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war zu locker für den Gummi. Also der Gummi ist eigentlich was, wenn du nur so ein paar Zentimeter wegkriegen willst. Und da hatte ich echt ein bisschen mehr wie ein paar Zentimeter. Aber wurscht, ich hab's gemacht, das ist okay. Also ich habe den Gummi da eingefädelt, das ist so ein kleines Loch. Hab's durchgefädelt, würde es dann von oben absteppen und dann alles wieder schließen. Wenn ihr da genaue Instruktionen haben wollt zu allen 5 Methoden, dann klickt auf das Video von den 5 Methoden Jeansenger zu nähen. Diese Methoden könnt ihr auf alle Stoffhosen und alles mögliche oder auch Röcke anwenden. Das funktioniert eigentlich meistens ganz cool. So, das ist jetzt da fertig. Das habe ich dann noch geschlossen. Und that's it in dem Fall. Yay, das ist meine Hose. Und diesmal durch diese Flappe da vorne nicht verlängern, weil das bei einer Jeans eher sehr aufwendig wäre. Und man, ja, das würde ich nie so, wurscht. Und das ist nachher. Woo! Und ich finde es echt cool. Ich meine, ich habe fast nur Mom-Jeans in meinem Schrank. Von dem her bin ich froh, dass ich jetzt noch eine Stretch-Jeans auch noch im Schrank habe. Und sie ist high-waisted. So finde ich das cool. Und ich meine, es ist recht so viel besser für links. Muss ich wirklich sagen. Und ich finde, man sieht es kaum. Und ich meine, man sieht es wirklich kaum. Also, yay. Aber jetzt habe ich mir umgehört. Oh, jetzt habe ich mir das Meißel-Umgehört. Egal. ich hoffe, es hat euch taugt, das Video. Ganz viele haben danach gefragt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Durchblick, wie man aus Low-Waist-Jeans, High-Waist-Jeans macht. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao, ciao.